Und Booyah! Damit herzlich willkommen zu diesem kleinen anderen Retro-Let's Play, und zwar Wario Land Super Mario Land 3. Oh Mann, Leute! Dieses Spiel habe ich damals auf dem Gameboy gezockt, und zwar diesen alten grauen. Hier ist die Karte! Ich kann es kaum glauben, dass ich das tue, dass ich dieses Spiel spiele! Oh mein Gott, Leute! Habt ihr das denn auch gespielt? Rice Beach. Ich weiß, irgendwann haben wir da noch irgendwelche Geheimnisse gefunden, alles Mögliche. Oh, das Beste war ja... Jetzt muss ich mich erstmal gucken. Das ist das. Okay. Flup. Ein Herz und schon wieder. Ich fange eine Aufnahme an und schon wieder jault mein Handy. Ich fasse es nicht. So. Alles geregelt. Weiter geht's. Jedes Mal, wenn ich eine Aufnahme anfange, kommen die an und wollen, dass ich irgendwas mache. Ist doch schlimm. Oh, aber diese Musik alleine. Und wir haben das früher geliebt, dieses Spiel. Oh, nee. Blub. 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 Ich weiß jetzt gar nicht, warum ist denn die Musik plötzlich so leise gegangen. Mach mal ein bisschen lauter. Ich hoffe, es funktioniert jetzt. Hattet ihr das auch, dieses Spiel? Also wir hatten von Wario nur diesen einen Teil. Wir waren halt mehr Mario. Aber gut. Weg mit dir. Das war bei diesem Gameboy, war das immer noch cool. Da musstest du in eins durchziehen. Und wenn du was vorhattest oder so, hast du den einfach mitgenommen. Und hast dann unterwegs im Auto oder so gezockt, Batterien noch in der Tasche gehabt. Falls der alle geht. Das weiß ich noch alles ganz genau. So, da hinten können wir erst später hin. Und zwar, wenn wir die Ecke hier geflutet haben. Ach ja, das ist pure Kindheit bei mir hier. Mit dem Gameboy irgendwo hocken. In der Ecke. Platsch. Weg mit dir. Verwechsel immer die Tasten. Num, 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 num. Bip, 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 bip. Oh, nee, da kam das gar nicht. Egal. Ja, ich weiß noch, man hat diesen Wikingerhelm. Dann gibt es einen Krokodilhelm, der konnte Feuer speien. Und dann gab es noch so eine Art Jetpack. Weg mit dir. Geh mal erstmal hier runter. Oh, hier kann ich noch nicht lang, weil das Wasser noch nicht ist. Aber ich habe leider gar nicht mehr so viel davon im Kopf, muss ich gestehen. Oh. Nein! Nein, du Mistkerl. So. Jetzt habe ich es ihm gegeben. Ja, ein Herz wiederholen. Also mit Leben wird man hier hinterhergeworfen, ne? Und ich weiß noch, ich glaube da oben, wenn man das Flugdingens hat, muss man hier hinkommen. Und dann ist da oben ein Geheimgang. Aber naja, jetzt gehen wir erstmal zu dem komischen Typen da. Wir schmuken da über die Ecke drüber. Wenn der uns nicht sieht, ne? Er macht uns im Prinzip vor, wie wir das Ziel öffnen können. Und zwar müssen wir eine Münze da reinwerfen. Und damit haben wir... Jawohl, das erste Level geschafft! Ja, was wollen wir? Münzen oder Leben? Wir nehmen erstmal Leben. Versuchen wir. Nee, wir nehmen erstmal C. Oder? Ja, okay. Dann wollen wir mal. 5 Versuche. Mist. Fuck. Hat ja gut funktioniert. Jetzt aber... Oh, wir haben getroffen. Wenigstens ein. Aber ich weiß noch, meine Schwester, glaube ich, die war da richtig gut in diesem Minispiel hier. Quatsch. Mist, 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 Mist. Oh Mann. Schade, schade, schade. Ich schaff's nicht, ich schaff's nicht, ich schaff's nicht. Nein, oh Gott. Das war ja mal richtig schlecht. Bam.
haben wenigstens zwei. Oh Gott. Meine älteste Schwester, glaube ich, hat das richtig gut hingekriegt. Aber 10 ist auch okay. Danke sehr. Da ist unser kleiner... Wie soll man es sagen? Was ist das? Münzencounter? Ich weiß nicht, wie man das anders denn nennt. Und das zweite Level ist unser... Kurs Nummer 2. Mach das auf. Und Arschbombe. Weg mit dem. Wusch. Geschafft. Weg mit dem. Nee, jetzt wird er erst durchsichtig. Bedeutet, ich kann da nicht drauf. Na los, werd wieder richtig. Und... Nein! Ich will doch da oben rein. Ich versuch's nochmal. Ich weiß auch noch, konnte man... Nein! Mist, ich wollte was ausprobieren, du Mistkerl. Könnte man sich nicht auch mit dem Wikingerhelm irgendwo oben dran pappen? Ging das nicht? Wer ist Wario eigentlich? Wario ist, glaube ich, der gemeine Cousin von Mario? War das nicht so? Kann ich da natürlich die Kiste nicht aufmachen, aber egal. Bumm. Krokodilhelm! Wie ging das nochmal so, genau. Weg mit dir. So. Blum, der darf uns ruhig wieder hochpuppen. Weg. Geschafft. Ah, wie findet ihr dieses Spiel denn an sich eigentlich? Geh mal weg. Nein, oh, das war knapp. Hattet ihr das? Oder wart ihr der reine Mario-Typ? Gar nicht, was wir alles hatten damals. Müsste ich meine Geschwister nochmal fragen. Boah, ist rein, fast rein da. Ihr hattet doch bestimmt auch einen Gameboy, oder? Was ist denn das für ein Ding? So? Ich glaube, das ist das... Ist das das Speicherding? Ein Wikingerhelm. Okay, das sah jetzt irgendwie anders aus. Oh. Bin ich wieder zurückgegangen. Blub. Blub. Bl. Hallo? Diese Taste, genau. Irgendwie komme ich immer noch durcheinander. Mit den Tasten, wollte ich gerade sagen. Komm du mal her. So. Schade, dass wir das Flugdingens noch immer nicht haben. Komm, ich wieder hoch. Geht doch. Bumm. Angearscht. Ich springe direkt rein, wenn es leer wird. Oh, Menno. Ich weiß nicht, wie die Dinger alle heißen. Vielleicht kennt sich da ja jemand auch. Oh! Nee, das ist... Ach so, ja. Ich dachte, ich krieg jetzt endlich den Flugdingens. Geh du mal hier rein. So. Weg. Ich will endlich mein Jetpack. Wer bist du denn? Weg mit dir. Und da ist unser Ziel. Rein damit. Diese Melodie, das ist so cool. Wollen wir diesmal Münzen versuchen? Oder wollen wir gerne... Wir probieren mal Münzen, ja? Ach so, wo? Rechts oder links? Hm. Wir nehmen mal hier. Ja! Einmal hat es funktioniert. Ich glaube, wir müssen dreimal, ne? Ich nehme nochmal hier. Oh, Mist. Scheiße! Oh, dann nehmen wir diesmal diese Runde hier. Gleich bin ich pleite. Oh nein! Verdammt! Gibt es da irgendein Prinzip? Irgendeine Regel? Das weiß ich nicht. Oh, 6 Münzen.
Der Bär. Ja, er unten hier. Er freut sich mega wegen seinen 6 Münzen. Und ich weiß nicht. Doch, das ist es. Hier ist ein Geheimgang. Weil hier ist ein Punkt ohne Punkt und da ist ein Punkt mit Punkt. Bedeutet, da müsste eigentlich ein geheimes Level drin sein. Ist quasi dasselbe wie bei Mario. Weg mit dir. Weg. Oh, Treibsand. Gib mir das Herz. Da. Ich weiß zwar nicht, wofür die gut sind, aber egal. Die kommen mal weg. Bin ich da nicht durchgekommen? Los, komm schon! Ah! Oh Gott. Was hat man sich früher angetan? Geh mal weg, Dicker. Oh. Ich wollte den da eigentlich treffen, aber egal. Irgendwo war doch hier genau da. Guck mal, was haben wir denn da unten? Geheimnis! Münzen! Oh, und er hier. Was ist er eigentlich? Blub. Oh, da ist so ein Helm. Nee, ich will den Helm nicht. Ich behalte lieber das hier. Danke. Platsch. Und wieder hoch. Aber ich glaube, einen anderen Levelausstieg ist jetzt hier nicht, ne? Hallo, ich will hoch, genau. Ich glaube, das war wirklich hier mit diesem Flugdingens. Ich weiß es gar nicht. Konnte man... Hier! Nein! Mist! Ach doch, da konnte man doch runter. Jetzt nämlich am Überlegen. Los, komm schon! Wups, die Bups. Und dann haben wir die schreckliche Ecke über... Ja, mit seinem Iro-Haarschnitt hier. Und hier oben müsste das dann gewesen sein eigentlich. Oh, wartet mal, wartet mal. Oh, man kommt aber nicht hoch, schade. Oh, ich dachte, man kann auch so da hoch jetzt. Naja. Wir schaffen es! Ah. Oh. Oh, wie sehr ich Treibsand hasse. Weil da oben geht's ja eigentlich auch nochmal lang, ne? Aber da komme ich jetzt nicht hin. Mist, okay. Dann machen wir erstmal hier das Level. Auf reguläre Art und Weise. Und dann schauen wir mal, wenn wir endlich das Jetpack haben. So, wir haben uns alles einmal angeguckt, aber ich würde sagen, das lasse ich mal. Ja? Ich habe es euch einmal gezeigt und damit ist gut. Bevor ich wieder meine ganzen Münzen loswerde. Jetzt, oh, wie er sich freut. Gab's da nicht zwei Ausgänge? Hier? Einmal nach oben und einmal nach unten? Na egal, guck mal erstmal hier. Kurs Nummer 4. Ah! Jetzt wäre natürlich der Helm besser, ne? Schnell, er holt uns sonst ein. Ah! Mit dem Wikingerhelm kann man nämlich nur einmal da dran machen. Und dann gehen die sofort kaputt. Oh, komm schon. Komm schon. Oh, ich weiß zwar nicht, wo er ist, aber was ist hier drin? Ein Herz. Schnell, komm schon. Oh Gott. Panik, Panik. Ah! Geschafft. Hier irgendwas? Nö. Ach du Scheiße, das war Lava? Oh nein! Scheiße! So, weiter geht's im Text. Entschuldigt, ich musste einmal auf die Toilette von lauter Aufregung. Okay, das war Lava. Probieren wir es also nochmal. Wird der Part halt ein bisschen länger, ist ja auch nicht so dramatisch. Ich wusste gar nicht mehr, dass da unten Lava ist. Aber gut. Ich war... Wann habe ich das mit dem Gameboy gespielt? Das ist auch schon 20 Jahre her.
27 bin ich jetzt. Ich glaube, da war ich 6 oder 7. Ha, 20 Jahre ungefähr. Müsste ich Nadine und Annette fragen, also meine Schwestern. Die wissen das bestimmt ganz genau. Die haben das nämlich auch mega gern gespielt hier. Vielleicht weiß Annette auch noch ein paar Rätsel. So, und jetzt müssen wir einmal ganz kurz hier warten, bis der Dicke da unten irgendwo kommt. Wie wir nämlich festgestellt haben, das da ist Lava. Da kommt er! Und wir können auf ihn drauf. Ups! So, einmal ducken. Ich weiß gar nicht, ob ich es hinkriege. Ich krieg's nicht hin. Uah! 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 Ich hoffe, von der Grafik her geht's momentan. Nein! Tod! Tod! Ach Mist! Okay, dann beende ich den Part halt doch schon. Leute, ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn dieser Part euch gefallen hat, dann hinterlasst doch sehr gerne ein Abo für diesen Kanal. Und wenn es euch gefällt, dieses Let's Play anzuschauen, lasst ein Like und ein Kommi da. Würde mich mega freuen. Und ja, ich hoffe, ihr schaltet wieder ein, wenn es heißt Wario Land 3 zusammen mit Mariposa. Bis dann. Ciao!